Hallo und herzlich willkommen. Heute habe ich eine kleine Anleitung für euch, und zwar wie ihr einen RSV-Regler zerlegen könnt. Im ersten Schritt entfernen wir alle Anbauteile vom Reglergehäuse. Dazu gehört unter anderem die Leerlauf-Einstellschraube, die ich schon demontiert habe, die untere Abdeckung bzw. der untere Deckel, und die Leerlauf-Zusatzfeder, auch Stupsfeder genannt. Auch der Gashebel muss entfernt werden. Als nächstes kommen die Wellensicherungsscheiben vom Schwenkhebel runter. Hier habe ich euch mal gezeigt, wie man es nicht machen sollte, weil viele Leute gehen einfach hin und hebeln die einfach mit Gewalt raus. Viel besser ist es, wenn ihr in die kleine Lücke reingreift und den Schraubenzieher leicht dreht. Dann kommt die Scheibe ganz von allein nach oben. Nun demontieren wir die Startfeder. Hier ist größte Vorsicht geboten, da, wenn ihr sie lenkt, es vorkommen kann, dass euer Diesel nicht mehr richtig startet. Nun können die Büchsen vom Schwenkhebel entfernt werden. Hierzu am besten einfach einen Dorn nehmen und die Büchsen rausschlagen. Aber Vorsicht, dass ihr das Gehäuse nicht beschädigt. Ich mache so, ich schlage am Anfang immer die Büchse leicht raus mit einem dicken Dorn und hole mir dann einen dünneren Dorn, um sie komplett durchzuklopfen. Natürlich muss auch die andere Seite raus. So, nachdem die Büchsen vom Schwenkhebel entfernt sind, können wir den gemeinsamen Bolzen von Führungshebel und Spannhebel rausschlagen. Ich praktiziere das immer so, ich schlage den Bolzen immer so lang durch, bis auf der einen Seite der Einsatz rausfällt und dann schlage ich ihn in die andere Richtung raus. Da muss man nachher nicht mit dem Dorn quer im Gehäuse rumfuchteln, um die andere Seite auch rauszukriegen. Nun können wir ans Zerlegen des Reglers gehen. Einfach den Spannhebel von unten nach oben rausziehen und die Regelfeder aushängen. Das ist immer eine etwas größere Sache, ein bisschen Friemelei, zudem der Schwenkhebel dann immer noch genau im falschen Winkel dazu steht. Aber irgendwann kriegt man es hin. Die Regelfeder ist oben in der Wippe vom Schwenkhebel eingehängt. Und wenn man da ein bisschen in einem steilen Winkel dazu geht, kriegt man die Feder auch ganz leicht raus. Jetzt kann auch schon der Schwenkhebel aus dem Gehäuse rausgezogen werden. Und jetzt liegen der Regelhebel und der Führungshebel mit Führungsbüchse frei und können rausgeholt werden. Dazu müsst ihr einfach unten den Regelhebel aus dem kleinen Einsatz rausziehen. Jetzt müsst ihr nur noch aufpassen, da kann es passieren, dass euch der kleine Stift von unten entgegenkommt oder wie auch immer man das Ding nennt. Es liegt meistens irgendwann auf dem Boden oder im Waschkübel drin oder so. Bin die Dinger schon oft suchen gegangen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch einfach mal ein Like da oder ein Abo, damit du nichts mehr von mir verpasst. Ich sag da mal Tschüss und bis zum nächsten Video.